Wilhelmshaven, des Kaisers liebste Stadt. Die deutsche Kriegsflotte, des Kaisers liebstes Kind. Deutschlands Zukunft liegt auf dem Meer, so hieß das Motto um die Jahrhundertwende. Die Flotte sollte auf den Weltmeeren Flagge zeigen. Sie war ein Kristallisationspunkt deutschen Weltmachtstrebens. Der neu gebildete Flottenverein, der Alldeutsche Verband und die Kolonialgesellschaft warben mit großem Erfolg im Bürgertum für die deutsche Aufrüstung zur See. Die Kriegsflotte unterstand als einzige reichsunmittelbare Streitmacht dem Kaiser. Sie war das Symbol des nationalen Gedankens schlechthin. Jeder Stapellauf eines neuen Großkampfschiffs war Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens in Wilhelmshaven. Seine Majestät fast immer dabei. Die Hochseeflotte sollte so stark werden, dass jede andere Kriegsflotte Europas das Risiko einer Seeschlacht gegen sie fürchten müsste. Das wurde von Europas Seemacht Nummer 1 Großbritannien als Herausforderung verstanden. 1914 hatte das kaiserliche Deutschland seit seiner Gründung 43 Jahre Frieden erlebt und unter seinem Schutz Wohlstand erworben und eine feste Ordnung gefunden. 4 Jahre Krieg sollten ausreichen, diese Ordnung endgültig zu zerstören. Um die Verhältnisse von damals richtig beurteilen zu können, muss man sich klar sein, dass die Menschen anders eingestellt waren. Dass das Verhältnis zwischen einem Untergebenen und einem Vorgesetzten ein viel menschlich selbstverständlich auch ein Untergebenes und Vorgesetztes war. Und dass dadurch viele Dinge den Leuten so selbstverständlich erschienen sind, dass sie offenbar deshalb von Menschenführung überhaupt keine Notiz genommen haben. Plötzlich sahen wir einige Offiziere, die offenbar noch nicht wussten, was sich unterdessen ereignet hat, auf dem Weg zu ihrer Dienststelle. Die Matrosen gingen auf diese beiden Offiziere zu und in barschen, aber doch immer noch verbindlichen Ton baten sie um die Aushändigung der Degen. Und ohne Widerstand wurden den Matrosen eben die Zeichen des Offiziers ausgehändigt. Und das war für mich als Junge der Zusammenbruch einer Welt. Wie konnte es zu diesem Zusammenbruch kommen? Oder anders, aus der Sicht des Seeoffizierkorps gefragt, war es die Marine? Die deutsche Marine ist 1914 auf einen Krieg gegen die britische Flotte nicht vorbereitet. Die deutsche Admiralität hat als Kriegsgegner nur die russische und die französische Flotte erwartet. Englands Kriegseintritt zwingt sie fast alle Kräfte in der deutschen Bucht zusammenzuziehen. Doch hier warten die Schiffe lange vergeblich auf den großen Einsatz, da es die britische Grand Fleet gar nicht nötig hat, sich einer Entscheidungsschlacht zu stellen. Aber auch in der deutschen Bucht ist die Hochseeflotte nicht die Beherrscherin der Meere. Die großen Schiffe liegen fast ständig in Wilhelmshaven und in den Flussmündungen von Elbe, Weser und Jade vor Anker. Die Hauptmacht der britischen Flotte blockiert von Scapa Flow aus die deutsche Handelsschifffahrt aus Übersee. Der Versuch, diese Blockade zu durchbrechen, ist für die Deutschen zu gefährlich. Ihr Plan, durch Vorstöße schneller Kriegsschiffe Teile der britischen Grand Fleet anzulocken und dann durch die Vereinigte Hochseeflotte zu vernichten, geht nicht auf. Bereits 4 Wochen nach Kriegsausbruch erscheinen britische Schlachtkreuzer überraschend bei Helgoland und versenken die auf Vorposten liegenden 3 kleinen Kreuzer und ein Torpedoboot. Die Flotte liegt unvorbereitet in Wilhelmshaven und kann nicht eingreifen. Am 24. Januar 1915 kommt es auf der Doggerbank zum unerwarteten Gefecht zwischen deutschen und britischen großen Kreuzern. Dabei wird der deutsche Panzerkreuzer Blücher vernichtet. Wieder ist die Hochseeflotte nicht rechtzeitig zu Hilfe gekommen. Anders ist die Lage in der Ostsee. Die befürchteten Invasionsversuche russischer Streitkräfte an der pommerschen Küste finden nicht statt. Von Kiel aus können die deutschen Schiffe in die gegen britische Angriffe abgeriegelte Ostsee ungestört zu größeren Gefechtsübungen auslaufen.
geradezu euphorische Stimmung abgelöst. Matrose Stumpf notiert. Endlich, endlich ist das große Ereignis eingetreten, das seit 22 Monaten unser ganzes Sehnen, Fühlen und Denken in Anspruch nahm. Das leidenschaftlich herbeigewünschte, das Ereignis, für welches wir seit langen Jahren arbeiteten und exerzierten. Wahrhaftig, ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Das Ergebnis des einmaligen Zusammentreffens von Hochseeflotte und Grand Fleet, bei dem 21 deutsche Großkampfschiffe 38 englischen gegenüberstehen, wird auf beiden Seiten als Sieg gefeiert. Zwar gerät die an Geschwindigkeit unterlegene deutsche Gefechtslinie während der Schlacht zweimal in eine äußerst gefährliche Situation. Am Ende aber scheinen die Verlustzahlen der deutschen Siegespropaganda recht zu geben. Die Briten verlieren über 6.000 Tote und Schiffe mit insgesamt rund 115.000 Tonnen Wasserverdrängung. Die Deutschen nur 2.500 Tote und 61.000 Tonnen. Aber selbst viel höhere britische Verluste können an der deutschen Unterlegenheit nichts ändern. Es ist klar, dass die Flotte ihre Hauptaufgabe, das deutsche Volk vor der Hungerblockade zu schützen, nicht gelöst hat und auch nie lösen wird. Bei der Ankunft in Wilhelmshaven posiert der deutsche Flottenchef Admiral Scheer mit seinem Stab stolz für die Fotografen und wird als Sieger vom Skagerrak gefeiert. Dann aber teilt er dem Kaiser in einer geheimen Denkschrift mit, selbst ein ungleich höherer englischer Verlust werde die kaiserliche Hochseeflotte nicht in die Lage versetzen, die englische Seeblockade aufzuheben. Die Folgen der Skagerrak-Schlacht sind zunächst längere Werftliegezeiten, um die von der britischen Artillerie zum Teil schwer beschädigten deutschen Schlachtkreuzer und Linienschiffe wieder gefechtsklar zu machen. Die nächsten Monate zeigen auch den Mannschaften, dass die Schlacht, wie sie das einmalige Ereignis stolz nennen, keinen Durchbruch, nicht einmal eine geringfügige Änderung der operativen Möglichkeiten für die Hochseeflotte gebracht hat. Die Zeichen des Unmuts sind bald wieder unübersehbar. Wenn abends im Dunkeln schon die Abendronde gegangen wurde, durch den ersten Offizier persönlich, der durch das Schiff durchging, mit dem Leckingenieur, mit dem Pumpenmeister, mit einem kleinen Stab. In der Zeit mussten alle Decks geräumt werden und die Besatzung stand an Oberdeck. Immerhin also noch diese 1100 Mann oder jedenfalls fast 1000 davon. Und da begann an einigen Stellen so zwischendrin, begann so ein Murren und Murmeln. Man kann es also nicht als Geschrei oder was bezeichnen, aber so ein Murren und Murmeln. Und was also den Wachoffizier mindestens ärgern sollte. Und der unglückliche Leutnant der Wache, der ging denn dazwischen und sagte, was ist los, was halten Sie Ruhe? Und hörte natürlich auf und an einer anderen Stelle fing es dann an. Es war also ein deutliches Zeichen, was uns doch einigermaßen alarmierte, eine kollektiv zur Schau gebrachte Ausdruck der Unzufriedenheit. Das ist das Einzige, was ich an direkten Vorzeichen damals erlebt habe. Es war ja wenige Monate vor den Unruhen und Meutereien, wie ich es nennen muss, im Sommer 17 an den Schiffen. Die englische Seeblockade hat für das Deutsche Reich zu einer katastrophalen Lebensmittelkrise geführt, die als Kohlrübenwinter in die Geschichte eingehen wird. Doch nicht nur die mit Notküchenspeisung unterstützte Zivilbevölkerung hat darunter zu leiden, auch auf den Schiffen der stillliegenden Hochseeflotte werden die Rationen spürbar gekürzt. Die Verpflegung war 17 natürlich schon bedeutend schlechter geworden. Im Gegensatz 1914 hatten wir als Kaisers Lieblinge, kriegten wir sehr gute Verpflegung, aber das hat nachher schwer nachgelassen. Und ein bisschen war es unglücklich, dass die Offiziere ein extra Essen bekamen. Es war so mit dieser Steckrübenverpflegung, dass man eigentlich immer so etwas Hunger hatte. Richtig satt wurde man nicht mit diesen Steckrübensachen. Und dann erlebte die Mannschaft natürlich, wie dann Essensplatten, wo immerhin eine bessere Verpflegung drauf war, ein anständiges Mittagessen, in die Offiziermesse getragen wurde. Um der Verärgerung der Matrosen zu begegnen, erhalten Offiziere auf den großen Schiffen den Befehl, das Essen vor versammelter Mannschaft vorzukosten. Eine Praxis, die aufgrund ihrer Verlogenheit zu Karikaturen anregt und die Mannschaften noch mehr verbittert.
eine gut gemeinte Maßnahme, dass der erste Offizier das Essen der Mannschaften zu prüfen hat. Dass das Essen ein anderes war, wie das der Offiziere, war natürlich eine Dummheit. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber er hätte das nun so machen müssen, er hätte sich vor den Kessel stellen müssen, hätte so rausschöpfen und dann probieren müssen. Stattdessen ließ er sich einen Teller mit einem Essen, angeblichen Mannschaftsessen, wo natürlich ein Stich Butter drin war und noch etwas Gewürze drin und zwar natürlich auch mehr Fleischportionen als im anderen. Und dann stellte er sich nun hin, ein Mann stand vor ihm, hielt den Teller, er stand davor und löffelte und guckte mit großen Kinderaugen nach allen Seiten und aß und nickte, als wollte er sagen, nein, wie kann man so ein wundervolles Essen nur herstellen? Und das mussten sich die Männer täglich anschauen, in dem vollen Bewusstsein, dass das doch ein blanker Schwindel ist, der hier vorgeführt wird. Ohne, dass der erste Offizier auf die Idee kam, dass es einer sei. Das ist das Schlimme. Auf einigen Schiffen, zum Beispiel dem Linienschiff Schlesien, führt der Hunger zu meuterei-ähnlichen Vorfällen. Im April 17 erlebt Rudolf Krone, wie im Kriegshafen Kiel die Mannschaft geschlossen das ungenießbare Essen verweigert. Ich wurde plötzlich zum ersten Offizier gerufen und er sagte mir, so wie wenn er mir das Harmloseste von der Welt mitteilte, es scheint mir, dass die Leute eine Meuterei beabsichtigen. Ich habe nicht Absicht, mich in Druck setzen zu lassen, da ich nicht sicher bin, wie die Deckoffiziere, da gab es ja das leidige Deckoffizierproblem, verhalten, so möchte ich fragen, ich weiß also nicht, wie weit die belastbar sind, disziplinär, da möchte ich sie fragen, wie weit kann ich mich auf diese Bootsmarke verlassen, ich dachte unbedingt. Und da sagte er, bitte, wir werden sie umschnallen und Pistole und sie übernehmen von jetzt an den ganzen Wachdienst und ich beabsichtige, Bootsdienst machen zu lassen. Nachdem die Mannschaften das Essen trotz einer zweiten Aufforderung nicht abgeholt haben, lässt der erste Offizier die Boote aussetzen und das Essen in die Volksküchen nach Kiel rudern. Nach diesem harten Bootsdienst wendet der Unmut der Männer sich gegen die eigenen Rädelsführer. Die Männer kamen müde und hungrig nach Hause und fragten Abendbrot, was nun? Da erschien auf dem freien Raum vor dem ersten Offizier plötzlich 3-4 Männer, die sehr zerschlagen waren, so verbrüdelt. Sie bluteten an der Nase und hinterm Ohr und überall. Und flüchteten nun zu dem Gegner, das waren also diejenigen, die die Antreiber gewesen waren. Und aus dem ganzen Verhalten konnte man sehen, dass die Mehrheit der Soldaten eigentlich den Sprung von einem ordentlichen Soldaten zu einem Meuter eben nicht so recht gefunden hätte. Am 19. Juli 1917 verabschiedet der Deutsche Reichstag mit der Mehrheit aller Fraktionen eine Friedensresolution. Dadurch und unter dem Eindruck der militärischen Niederlagen an der Westfront fühlen sich große Teile der Marinemannschaften ermutigt, für einen annexionslosen Frieden zu werben. Auch Offiziere und Offiziersanwärter werden durch die Friedensresolution verunsichert. Also die war uns natürlich bekannt und ich weiß, dass ich da ein bisschen hin und her gerissen war als junger Mensch. Ich habe mich manchmal über mich selbst damals geärgert, da habe ich mir gesagt, nur hast du den Artikel gelesen und denkst du so, und nun hörst du den und nun bist du wieder anderer Meinung. Aber das schadet ja wahrscheinlich nichts, wenn man als junger Mensch noch sucht und aufgeschlossen ist. Bei der Friedensresolution, das war so eine Sache, wo ich etwas suchte. Auf der einen Seite sagte ich mir natürlich, großartig, prachtvoll. Auf der anderen Seite wurde ja gewarnt, sicher nicht ganz ohne Berechtigung, dass das von der Gegenseite als Schwächezeichen aufgefasst werden könnte. Und das beeindruckte mich dann auch. Das war so etwa meine Einstellung dazu. Ein weiteres Diskussionsthema ist die Ablehnung der Kriegskredite durch einige SPD-Abgeordnete, die sich zur unabhängigen sozialistischen Partei formieren. Ihr Vorsitzender wird Hugo Haase, der ehemalige Stellvertreter des SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert. Auch der Abgeordnete Wilhelm Dittmann gehört zum Vorstand. Er wird bald bei den Marineunruhen eine umstrittene Rolle spielen. Durch die Leipziger Volkszeitung und andere USPD-Blätter wird die Idee einer Weltfriedenskonferenz in Stockholm unter den Marinemannschaften populär. Bald zirkulieren von Matrosen verfasste Friedensmanifeste in den Panzerdecks. 1100 Mann waren da jahrelang zusammengesperrt auf einem solchen Schiff, ohne von Bord zu können. Es war ein
eintöniger Vorpostendienst auf Schillig-Rede, auf Vorposten, Lachmann vor Wilhelmshaven. 6 Tage, dann 6 Tage vor Wilhelmshaven selbst, etwas weiter zurück. Und dann 6 Tage im Hafen, wo unsere Mannschaften natürlich mit den Werftarbeitern, in denen nun im weiteren Verlauf des Krieges doch durch die USPD eine Bestrebungen so etwas revolutionärer Art anfingen, sich zu entwickeln. Insofern waren unsere Verhältnisse ungünstiger als die für die englische Flotte, die ganz isoliert lag. Und was dabei herauskam, nenne ich doch eine Art Lagerpsychose. Auch die Nachrichten über die russische Februarrevolution, über die alle Zeitungen berichten, regen die Fantasie der kriegsmüden Mannschaften an. In dieser Zeit treffen sich immer häufiger Heizer der Kriegsschiffe zu politischen Diskussionen in Gaststätten. Daraus entstehen gewählte Menageausschüsse, die Beschwerden entgegennehmen und zu einem politischen Instrument ausgebaut werden können. In den Panzerdecks beginnt es zu gären. Auf Markgraf und anderen Linienschiffen kommt es zu ersten Sabotageakten. Die Offiziere haben es schwer, die Disziplin aufrechtzuerhalten. Eines Morgens wurde festgestellt, dass eine Trosse, die ist in einer Trommel aufgerollt, die war also durchgesägt, so dass da nur lose Tampen übrig bleiben. Die Trosse ist damit natürlich völlig unbrauchbar. Und jeder vernünftige Mensch weiß, dass das eine kolossale Arbeit ist, die sehr schwierig ist, die einer alleine nie schafft. Und als zweites war ein Geschützverschluss aus dem Geschütz rausgedreht, an einen Tampen gebunden und bis unten hin gefiert, so hoch übers Wasser. Und oben steckt der Zettel und da stand drauf, wir können es auch noch weiter fieren, also noch weiter absinken lassen. Und nun muss ich bemerken, unser erster Offizier war ein Unglücksrabe in jeder Hinsicht. Er kam aus der Papierkneipe, wie wir das nannten, wenn einer jahrelang nur in Bürokratie gemacht hatte. Und ihm fehlte jedes Gespür für die Mannschaften, das sah man auch in anderen Dingen. Und der ließ die Leute achter rauskommen und ganz im Gegensatz zu dem großartigen Offizier auf der Schlesien, fing er seine Rede, genau auch vom Geschützturm aus, folgendermaßen an. Heute Nacht hat ein Mann, ein böser Mann, ein schlechter Mensch hat heute Nacht die Trosse zerschnitten. Er möge nun wenigstens den traurigen Mut haben, sich hier zu seiner Tat zu bekennen. Es war derartig töricht, selbstverständlich passierte gar nichts, nur Hohngelächter hörte man deutlich unter den Männern und jeder Vorgesetzte, ich auch, schämte sich in Grund und Boden über ein solch unglückseliges Verhalten. Bezeichnenderweise hatte der erste Offizier die doch viel schlimmere Sache mit der zerstörten Waffe, die da runter versenkt war. Denn das war doch nun noch ein Schritt weiter. Den hatte er gar nicht erwähnt. Also eine völlige Halbheit, die natürlich gar nicht ankommen konnte. Große Gastwirtschaften in Wilhelmshaven wie das Tivoli und das Deutsche Haus werden zu Schauplätzen zahlreicher Mannschaftstreffen. Die Offiziere aus den Landstäben, die jetzt an Bord der Großkampfschiffe die Plätze der zur U-Boot-Waffe und zu den Torpedobooten versetzten jüngeren Offiziere einnehmen, haben kein Gespür für die Probleme der Mannschaften. Sie ahnen nichts von den politischen Diskussionen, bei denen Reden über die deutschen Eroberungspläne, die Kriegsschuld und die bevorstehende Stockholmer Weltfriedenskonferenz gehalten werden. Ein besonders aktiver Kreis der Friedensbewegung bildet sich an Bord des ehemaligen Flottenflaggschiffes Friedrich der Große. Hier behauptet der Matrose Max Reichpietsch, er sei ein geheimer Verbindungsmann zur USPD. Er setzt sich für politische Ziele ein, die weit über das offizielle USPD-Programm hinausgehen. Der später hingerichtete Max Reichpietsch trifft während eines Berliner Urlaubs in der USPD-Zentrale den Reichstagsabgeordneten Wilhelm Dittmann und spricht 2-mal mit ihm über die Beschwerden der Mannschaft. Auf dem Linienschiff Prinzregent Luitpold erreicht die Unruhe im August 17 ihren Höhepunkt. Aus Protest gegen eine vom Dienstplan gestrichene Filmvorführung marschieren am 1. August 49 Heizer für 3 Stunden von Bord. Nachdem 11 angebliche Rädelsführer mit Arrest bestraft worden waren, beschließen die Heizer für den nächsten Tag eine größere Demonstration.
Etwa 400 Matrosen und Heizer marschieren am 2. August von Bord. Einer der 400 ist der Bruder des Artilleriemechaniker Marz Max Boots. Da sind die von Bord marschiert und sind raus nach Rüstersiel in das große Lokal und haben dort eine Versammlung abgehalten. Der Oberheizer oder Obermatrose Köbis war Sprecher und hat gesagt, so, jetzt sind wir freiwillig weg und wir gehen auch wieder freiwillig zurück. In der Zwischenzeit wird ja wahrscheinlich alles alarmiert worden sein und der Admiral ist dann an Bord. In der Zwischenzeit wurde das Seebataillon alarmiert und eine Kompanie kam und wollte die festnehmen. Da hat Köbis gesagt, wir sind freiwillig von Bord gegangen, wir gehen auch freiwillig wieder zurück. Zu Beginn des Ausmarsches verließ der Heizer Beckers ein selbstverfasstes Friedensmanifest. Später, an der Rüstersieler Strandhalle, erklärt der Heizer Albin Köbis den Zweck dieser Demonstration. Protest gegen die Verhaftung der 11 Kameraden vom Vortag. Auch Köbis wird später hingerichtet werden. Er ist der gewählte Vertrauensmann in der Menagekommission des Linienschiffs Prinzregent Luitpold. Am Ende der Demonstration hält er in der Rüstersieler Gastwirtschaft zum Weißen Schwan eine politische Rede für einen Frieden unter Verzicht auf deutsche Eroberungen. Viele der Demonstranten und auch Heizer und Matrosen anderer Schiffe, die sich auf Unterschriftslisten für die Ziele der Weltfriedenskonferenz ausgesprochen hatten, werden verhaftet und im Gerichtsgebäude an der Königstraße eingekerkert und vor Gericht gestellt. Den politischen Zweck der Untersuchungen des Feldkriegsgerichts beschreibt ein Admiral vom Berliner Reichsmarineamt so. Wir werden meiner Überzeugung nach mit dem Endergebnis der Untersuchung eine Waffe gegen die Linkssozialisten gewinnen, die wir mit rücksichtsloser Energie gebrauchen müssen. In diesem Sinn macht die Anklage aus Reichpietsch, Köbis, Beckers und den anderen Führer einer von der USPD gesteuerten revolutionären Organisation auf der Flotte. Die Gerichte folgen der Anklage und verhängen 10 Todesurteile, mehrere 100 Jahre Zuchthaus oder Gefängnis und zahllose Strafversetzungen an die Front. Da ein Aufstand nicht stattgefunden hat, begründet das Kriegsgericht die Urteile damit, auch die Vorbereitung eines Aufstandes sei schon Aufstand. Dabei ist der Aufstandsversuch nicht einmal nachgewiesen. 2 der Todesurteile werden vollstreckt. Auf dem Schießplatz Wahn bei Köln, wo die Hinrichtungen schon Tage vor der Verurteilung vorbereitet worden waren, werden der 22-jährige Max Reichpietsch und der 24-jährige Albin Köbis am 5. September 1917 erschossen. Zur Aufrechterhaltung der Disziplin, wie Admiral Scheer, der Gerichtsherr der Prozesse, später erklärt. Dann folgt der direkte Angriff gegen die USPD. In der Reichstagssitzung vom 9. Oktober bezichtigt der Staatssekretär im Reichsmarineamt, Admiral von Kapelle, einige USPD-Abgeordnete, allen voran Dittmann, der Vorbereitung eines kriegsverräterischen Aufstandes. Obgleich von Kapelle nichts beweisen kann, verteidigt Reichskanzler Michaelis in der erregten Debatte die Behauptung des Staatssekretärs und erleidet eine parlamentarische Niederlage, die zu seinem Sturz führt. Friedrich Ruge ist zu dieser Zeit Kommandant eines der ständig eingesetzten Torpedoboote. Er erlebt, welch geringe Konsequenzen für die Menschenführung in der Flotte gezogen werden. Das Einzige, was aus den ganzen Dingen rauskam für uns, war der sogenannte vaterländische Unterricht. Der war wohl auch Ähnliches in dem Schreiben von der Flotte drin gewesen. Dazu bekam man weder irgendwelche Anweisungen, Anleitungen, noch irgendwelches Material. Ich bin damals zur Buchhandlung los in Wilhelmshaven gegangen. Die war dann ganz dicht bei der Gazellebrücke, wo wir lagen. Habe mir ein Erregnermäftchen mit Friedrich den Großen gekauft und glaubte, dass ich den, also meinen Männern, also fassbar machen konnte. Aber als ich dann meinen Vortrag hielt, ich hatte niemals solche Vorträge gehalten. Das hat man in der Schule auch nicht geübt und so. Da merkte ich, dass sie durchaus uninteressiert waren. Sie duldeten das, nett, freundlich, aber keinerlei Mitgehen in irgendeiner Form. Und meinen Crewkameraden, Freunden auf den anderen Flottillen war das und anderen Booten genauso gegangen. Und da haben wir es einfach gelassen. Ein Teil der Hochseeflotte kommt durch das Landeunternehmen auf der Ostseeinsel Ösel noch einmal zu einem erfolgreichen Einsatz gegen das von Revolutionswirren geschwächte Russland. Innerhalb der Flotte hat sich nichts geändert. Die Marineführung glaubt, durch die Terrorurteile endgültig Ordnung geschaffen zu haben. Sie hält es für unnötig oder falsch, wenigstens auf die wichtigsten berechtigten Forderungen der Matrosen einzugehen.
Die Unruhe bei den Mannschaften bleibt, wächst und droht eines Tages zu explodieren. Im Januar 1918 brechen in vielen Städten Massenstreiks aus, die von den Mehrheitssozialdemokraten und Gewerkschaften nicht unterstützt werden. Ursachen sind die Überforderung aller Kräfte, die ungelösten sozialen Konflikte und die allgemeine Kriegsmüdigkeit. Besonders betroffen sind die Frauen, die als Arbeiterinnen in der Rüstungsindustrie eingesetzt sind und unter den katastrophalen Folgen der anhaltenden Lebensmittelkrise leiden. Höhepunkt sind die Munitionsarbeiterstreiks, die in Berlin nur noch mit den härtesten Maßnahmen des Belagerungszustandes unterdrückt werden können. Neben den Hungermärschen waren gleichzeitig in den einzelnen Städten Streiks, kurze Streiks, Proteststreiks, wo man gegen die mangelhafte Verpflegung demonstrierte und selbst, dass der Krieg noch fortgesetzt wurde. Das ist überall in Deutschland und auch in der Fördestadt Kiel zu verzeichnen gewesen, dass die Leute spontan die Arbeit niederlegten. Es war häufig sogar so, dass die Gewerkschaften davor warnten, irgendwelche Exzesse zu machen und irgendwelche ungesetzliche Maßnahmen. In der damaligen Zeit wurden schon eine ganze Reihe von Revolutionären, also von linksstehenden, unabhängigen Sozialdemokraten eingesperrt, die dann 1918 im Zuge der Matrosenrevolte befreit wurden. Im Spätsommer 1918 führt der Leutnant zur See Sorge einen Transport von Matrosen für ein neues Torpedoboot von Kiel nach Danzig. Er erlebt erschreckende Zeichen von Kriegsmüdigkeit. Beim ersten Mal schon oder zweiten Mal kam der betreffende Heeresbeamte, der das Depot leitete, zu mir und sagte: Herr Leutnant, darf ich erinnern, Sie haben noch keine Wachen ausgestellt. Und ich fragte ihn ehrlich verwundert, wozu soll ich denn hier Wachen ausstellen? Und da sagte er: Ja, desertieren denn Ihre Leute nicht? Da sagte ich: Na, warum sollen denn die desertieren? Die denken gar nicht dran. Da antwortete er: Ja, dann gehen Sie wohl nicht an die Front. An den Fronten verschlechtert sich die Lage immer mehr. Nach dem Angriff der alliierten Streitkräfte vom 15. September 1918 bricht die bulgarische Armee schnell zusammen. Am 29. September unterzeichnet Bulgarien den Waffenstillstand. Ende September zeichnet sich der Zusammenbruch der letzten beiden Verbündeten, Österreich und der Türkei, bereits deutlich ab. Das seit dem 8. August gegen weit überlegene alliierte Verbände in ständigem Rückzug begriffene deutsche Feldheer leistet in der Siegfriedstellung verbissen Widerstand, in der letzten Auffanglinie westlich des Rheins. In dieser Situation teilt der bisher entschlossenste Verfechter des Siegfriedens, General Ludendorff, am 29. September überraschend dem Kaiser und der Regierung mit, täglich müsse mit dem Zusammenbruch der Westfront gerechnet werden. Eine neu gebildete Regierung bietet dem amerikanischen Präsidenten Friedensverhandlungen an. Dagegen planen die Admirale Scheer und von Trotha unter Umgehung der neuen Reichsregierung eine letzte große Flottenoperation gegen England. Sollte sie tatsächlich ausgeführt werden, muss das deutsche Friedensangebot unglaubwürdig erscheinen. Und das könnte den Krieg bis zur völligen Vernichtung Deutschlands verlängern. Der geheim gehaltene Plan sieht so aus. Die gesamte Hochseeflotte wird auf Schillig-Rehde vor Wilhelmshaven zusammengezogen und soll am frühen Morgen des 30. Oktober entlang der holländischen Küste in die Straße von Dover vorstoßen und die alliierte Flotte zum Gegenangriff herausfordern. Vor ihr wollen die Deutschen zurückweichen in ein Gebiet, in dem die gesamte, seit dem Friedensangebot zurückgezogene U-Boot-Flotte auf der Lauer liegt. Hier soll dann der entscheidende Endkampf gegen den inzwischen weit überlegenen Gegner stattfinden. Es blieb nicht aus, dass die alten Soldaten nicht in das Licht geführt werden konnten, als offenbar Munition, Munition und immer wieder Munition an Bord geschafft wurde. Die Schiffe ausgerüstet wurden, wie sie sonst zu einer normalen Zeit nie ausgerüstet wären. Und dass dann nachher der Moment kam, wo man sich überlegt und wo auch die Soldaten sich überlegten, vor allen Dingen die Alten, die Seeschlacht, zu der wir jetzt auslaufen, wäre wohl die letzte, aber auch unsere letzte. Denn gewinnen können wir bei der Übermacht, die uns gegenübersteht, niemals. Am 29. Oktober hat die Spannung den Höhepunkt erreicht. Auf der einen Seite die Mehrzahl der Offiziere. Sie wollen lieber mit der ganzen Flotte heldenhaft untergehen, als sie kampflos dem Gegner auszuliefern. Auf der anderen die Heizer und Matrosen.
Sie begreifen instinktiv die eindeutige Absicht der Admiralität und wollen nicht in letzter Minute sinnlos geopfert werden. Auf einigen großen Schiffen reißen die Heizer das Feuer aus den Kesseln. Wir machten fest an einem dieser Deckschiffe und das wurde erledigt. Und dort kam ein Kamerad von mir, ein Spielkamerad, der dort auch an Bord war, an der Reding, sprach mit mir und sagte Folgendes. Mensch, Hein, sagt er, hier ist dicke Luft an Bord. Da ist was los und wir wissen noch gar nicht, was das ist. Da tut sich was. Wir sollten die großen Fahrten nehmen und sind nicht einverstanden. Wer weiß, wie das wird. Am nächsten Morgen wurden wir dann abgeteilt, meine Halbflottille und ein großes U-Boot gegen die Thüringen. Da hatten sich auf dem Achterdeck, wir gingen also auf ein paar hundert Meter ran, auf dem Achterdeck einen Haufen revoltierender Männer gesammelt. Und dann ist irgendwie verhandelt worden, in welcher Form weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass von einem Nachbarschiff der gleichen Klasse dann ein Turm auf die Thüringen gerichtet wurde, dass die mittleren Geschütze der Thüringen gegen uns gerichtet wurden. Und im Laufe der Zeit gaben diese Meuterer dann nach. Und es kam ein Dampfer aus Wilhelmshaven mit Landstürmern drauf. Die holten sie dann ab und brachten sie nach Wilhelmshaven. Die Meuterer auf den Schiffen haben den Flottenvorstoß verhindert. Aber sie selbst müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Um weitere Meutereien zu verhindern, wird die Flotte geteilt. In der Nacht zum 1. November läuft das 3. Geschwader in seinen Heimathafen Kiel ein. Auf der Fahrt sind 47 Matrosen von der Markgraf verhaftet und in Arrestanstalten gebracht worden. Die nächsten 7 Tage werden Kiel in eine rote Stadt verwandeln und das Kaiserreich hinwegfegen. 1. Tag. Im Gewerkschaftshaus diskutieren 250 Matrosen Maßnahmen gegen ein neues Auslaufen der Schiffe und zur Freilassung ihrer Kameraden. 2. Tag. Da die Polizei die Fortsetzung der Diskussion im Gewerkschaftshaus gewaltsam verhindert, treffen sich 500 bis 600 Matrosen und Werftarbeiter auf dem Exerzierplatz im Viehburger Gehölz. Schon jetzt entsteht bei allen Versammelten die Gewissheit, dass breite Schichten der Bevölkerung die Forderungen der Matrosen unterstützen werden. Ein Führer des Januarstreiks, Karl Artelt, fordert darüber hinaus den Kampf gegen den Militarismus und die herrschenden Klassen. Es wird beschlossen, am nächsten Tag hier eine große Volksversammlung zu machen. 3. Tag. Gouverneur des Stationskommandos Kiel ist Admiral Souchon. Er hat das Amt erst vor 5 Tagen angetreten. Ihm fehlt der Überblick über die gefährliche Lage in der Stadt. Souchon ruft um 10 Uhr hohe Marineoffiziere zur Beratung in das Stationsgebäude. Das Ergebnis der Konferenz? Um 16 Uhr wird durch Pfeifen und Trommeln Stadtalarm gegeben und alle Mannschaften werden aufgefordert, sofort zu den Kasernen und Schiffen zurückzukehren. Damit soll die Massenversammlung verhindert werden. Erreicht wird das Gegenteil. Erst jetzt verbreitet sich die Nachricht von der Demonstration in der ganzen Stadt. Und 5.000 bis 6.000 Menschen strömen in das Viehburger Gehölz. Am Morgen dieses Tages sind noch einmal 57 Matrosen von der Markgraf verhaftet worden. Die erregte Menge kann von den Rednern nicht mehr beruhigt werden. War am Vortag noch der ehemalige Streikführer Artelt der einzige gewesen, der politische Forderungen formuliert hatte, die über die Freisetzung der inhaftierten Kameraden hinausgingen, so fordern an diesem Abend die meisten Redner die Beendigung des Krieges, fordern Frieden, Freiheit und Brot. Die Angehörigen des 3. Geschwaders wollen sofort ihre in der Arrestanstalt in der Feldstraße einsitzenden Kameraden befreien. Ein großer Teil der Versammlungsteilnehmer formiert sich zu einem Zug von Menschen, die zu allem entschlossen in die Stadt marschieren. Da kamen endlose Züge von Arbeitern, die sich in die City, also in die Innenstadt, bewegten. Es war ein sehr eindrucksvoller Zug. Es wurden sehr wenig Fahnen mitgeführt. Die Menschen waren nicht gerade fröhlich. Es war ein entschlossener Ernst in ihren Zügen. Es wurde auch gesungen, zwar mehr laut als schön, aber die Entschlossenheit der Menschen war unverkennbar, dass diese Zeit eine neue Zeit angebrochen war. Die teilweise schon mit erbeuteten Gewehren bewaffnete Menge marschiert über Rondel und Sophienblatt zum Bahnhof. Die dort aufgestellte Militärpatrouille kann die Menge nicht aufhalten, im Gegenteil.
Die Demonstranten nehmen ihnen die Waffen ab. Am Bahnhof ist der Tumult so groß, dass eine Frau totgetrampelt wird. Admiral Souchon mobilisiert die letzten als zuverlässig eingeschätzten Reserven. Zur Verteidigung der Arrestanstalt in der Feldstraße wird ein Rekrutenzug befohlen, um die Menge an der Ecke Karlsstraße-Brunswicker Straße zu stoppen. Tatsächlich kommen die ersten Reihen zum Halten, werden aber von den nachrückenden Menschenmassen nach vorn weitergeschoben. Da gibt Leutnant Steinhäuser Feuerbefehl. 7 Tote bleiben auf dem Pflaster. 4. Tag. Die Todesschüsse haben die Bewegung nicht aufgehalten. In einigen Kasernen des Kriegshafens verweigern die Soldaten den Gehorsam und fordern die Freilassung der Inhaftierten. Bewaffnete Matrosen ziehen von Kaserne zu Kaserne. Die Bewegung wächst. Um 10 Uhr legen die Arbeiter in der Germania-Werft und der Torpedoanstalt die Arbeit nieder. Wir waren 4 Buben mit der Mutter bei einer sehr dünnen Nudelsuppe mittags. Abends aß der Vater, wenn er von der Werft kam, aber plötzlich ging die Tür auf, der Vater kam herein. Auf die erstaunte Frage der Mutter, na nu, ist doch noch kein Feierabend, sagt er, wie habt ihr Arbeit runterlegt? Also wir haben die Arbeit niedergelegt, die Matrosen, die haben sich geweigert auszufahren und wir haben uns solidarisch erklärt, ich ziehe mich um und dann geht's auf den Wilhelmsplatz, da demonstrieren wir. Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, verhandelt Admiral Souchon mit Matrosen und Arbeitervertretern. Ihre Forderungen werden veröffentlicht, die Inhaftierten freigelassen. Im Triumphzug ziehen Matrosen zur Arrestanstalt, um ihre Kameraden zu empfangen. Admiral Souchon, nicht mehr Herr der Lage, hat die Reichsregierung um den persönlichen Einsatz sozialdemokratischer Abgeordneter gebeten. Um 19.30 Uhr treffen Staatssekretär Hausmann und der SPD-Abgeordnete Noske ein. In Noske sehen die Aufständischen den Vertreter einer Regierung, die den Frieden will. Der Aufstand richtet sich nur gegen Militarismus und Monarchie. Noske verhandelt sofort mit Souchon und den Aufständischen. Unter seiner Führung wird in der gleichen Nacht der erste Arbeiter- und Soldatenrat in Deutschland gebildet. Er beschließt die 14 Kieler Punkte. 5. Tag. Wir haben eine Nacht in Kielwick in der Kaserne geschlafen, am anderen Morgen ein Krawall draußen, Treppen gelaufen. Ich mache die Tür auf und guck raus auf den Kasernenhof. Da hingen schon überall die roten Fahnen runter und es hieß Revolution, der Krieg ist aus. 6. Tag. Trotz des unglaublichen Durcheinanders in der Stadt gelingt es dem Soldatenrat unter Vorsitz von Noske einigermaßen Ruhe zu schaffen. Noske sagte in seiner Rede, die Plündereien müssen aufhören und morgens um 9 Uhr hat jeder an Bord zu sein, denn sonst gibt es nichts zu essen. Allgemein war Ruhe eingetreten, es hat keiner irgendwie zwischengerufen, Noske konnte ruhig aussprechen und allmählich ging dann auch die Versammlung auseinander und jeder ging wieder auf sein Schiff zurück. 7. Tag. Noske löst Admiral Souchon ab. Vorsitzender des Soldatenrats wird Lothar Popp. Während ich da im Stationsgebäude saß als Vorsitzender vom obersten Soldatenrat, kam ein paar Matrosen zu mir und sagte, du musst mal zu uns an Bord kommen, du sollst da einen Spieg halten. Na ja, schön. Da ging ich mit dem ins Boot, fuhr dann an das Schiff, das war kein kleines, das war ein Linienschiff. Und kam dann an Bord, der Kommandant war da und ich sagte, die Matrosen wünschten, dass ich hier über die politische Lage und die Situation ein paar Worte sage. Da sagt er, bitteschön, alle traten so an, standen im Halbkreis darum. Ich war über die 138 Zentimeter Kanonen gelehnt und hielt nun meine doch eigentlich revolutionäre Rede. Niemand widersprach und ich habe auch nachher noch mit dem Kommandanten gesprochen, der hatte selber die Nase voll. Und dann zogen die Matrosen die rote Fahne hoch. Das ist eigentlich so unvorstellbar. So, ich selber muss heute den Kopf schütteln, dass das möglich war. Auch dass das möglich war, einfach zu mir zu sagen, komm da an Bord. Das war so selbstverständlich, dass dieses Regime abgewirtschaftet hat. Es hat ja wohl noch nie eine Revolution mit so wenig Opfern gegeben. Zwischen dem 5. und 9. November breitet sich die Revolution über ganz Deutschland aus. Die Kieler Matrosen befürchten, von außen eingekreist zu werden. Mit missionarischem Eifer reisen sie in die großen Städte und stehen an der Spitze, wenn dort die Arbeiter- und Soldatenräte die Macht übernehmen. Am 9. November ist Berlin in ihrer Hand. Scheidemann ruft die Republik aus. Der Kaiser geht ins Exil.
Der Rat der 6 Volksbeauftragten übernimmt die Regierung und mit ihr die undankbare Aufgabe, den Krieg zu beenden, den das Kaiserreich verloren hat. Die Mehrheitssozialisten Scheidemann und Ebert sitzen im Rat gemeinsam mit den Unabhängigen Dittmann und Haase, die ein Jahr vorher verdächtigt worden waren, eine Meuterei in der Flotte organisiert zu haben. Am 11. November wird der Waffenstillstand unterzeichnet. Zu den Bedingungen gehört die Internierung aller großen und modernen Schiffe der Hochseeflotte in einem neutralen Hafen. Am 18. November laufen sie unter dem Kommando Admiral Reuters nicht wie vereinbart in einen neutralen Hafen, sondern zum britischen Stützpunkt Scapa Flow aus. Anfangs weht noch auf vielen Schiffen die rote Fahne. Mit dem Argument, das sei doch die Piratenflagge, gelingt es Admiral Reuter, die Soldatenräte zum Hereinholen der roten Fahnen zu überreden. Viele Monate lang liegen die Schiffe in dieser Bucht, umgeben von britischen Bewachern. Admiral Reuter gibt im Juni 1919 für den Fall, dass der Waffenstillstand abläuft und damit der Kriegszustand wieder eintritt, den Geheimbefehl zur Selbstversenkung der Schiffe. Die Alliierten haben ultimativ die Unterzeichnung des Friedensvertrages durch Deutschland bis zum 21. Juni 12 Uhr verlangt. Vergeblich wartet Reuter auf Nachricht von der Unterzeichnung. Also befiehlt er die Versenkung. Die Flotte geht mit wehender Reichskriegsflagge und donnernden Hurras unter. Ist damit auch der deutsche Kaiserstaat für alle Zeit untergegangen? Im Gegenteil. Dieser scheinbare deutsche Untergang, den die Konservativen sofort als deutschen Sieg feiern, wird zur Keimzelle einer dauernden Gegenrevolution werden. Genau von hier, aus Scapa Flow, ist jener Seeoffizier nach Deutschland zurückgefahren, der schon ein Jahr später an der Spitze seiner Marinebrigade siegreich in Berlin einmarschieren wird. Kapitän Erhard beim Kap Lüttwitz.